Hallo, schön bist du da. Hier in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man hier den Shelly Plus 1 PM mit einem Schalter und einer LED respektive einer Lampe in die Shelly Smart Control App integriert. Wie das Ganze geht, zeige ich dir gleich nach dem Intro. Ja, die Verdrahtung habe ich bereits vorgenommen. Hier ist die LED. Da habe ich jetzt nun den roten Draht hier auf den Neutralleiter angeschlossen und der schwarze Draht. Das ist dann hier die Neutralleiterverbindung. Hier die LED ist die Lampe und der schwarze Draht hier auf die 0 angeschlossen. Das ist dann die geschaltete Leitung. Dann den Schalter hier. Das ist ein herkömmlicher Lichtschalter. Den habe ich jetzt hier einmal auf L gelegt und das hier ist das Schaltersymbol und gelb respektive orange ist hier der geschaltete Draht, der auf den Shelly geht und natürlich hier noch Neutralleiter und Polleiter für die Besorgung vom Shelly. Die LED ist an und somit ist alles mit Spannung versorgt. Dann öffnen wir die Shelly Smart Control App. Jetzt sagen wir hier, wir möchten ein Gerät dazufügen, gehen wir hier auf Plus. Dann Add a new device. Hier ist die Abfrage, auf welche Art und Weise ich das Gerät integrieren möchte. Wir nehmen Bluetooth. Dann sucht er nach Bluetooth-Geräten in seinem Umfeld. Siehe da, es wurde ein Gerät gefunden, ein Shelly Plus 1 PM. Das ist dieser hier. Den möchten wir in die App integrieren. Gehen wir auf Weiter. Dann müssen wir die Wi-Fi SSID-Daten eingeben. Können wir anfangen. Bei mir ist das mein IoT-Netzwerk. Und dann das Passwort. Das Passwort habe ich eingegeben, sagen wir Add Device. Jetzt wird per Bluetooth die Daten übermittelt zum Shelly Plus 1 PM. Das dauert eine Weile. Und jetzt hat das, so wie es aussieht, schon funktioniert. Jetzt können wir diesem Shelly hier einen Namen geben. Sagen wir Lampe 1. Wohnen. Gut, dann können wir hier ein Bild auswählen. Ich nehme gleich das Icon hier. Oder man könnte noch was anderes nehmen. Okay, das ist eine Lampe. Nehmen wir ein Lampensymbol. Dann können wir auswählen, welchen Raum wir das Gerät hinzufügen möchten, wo es ja dann platziert ist. Das ist hier das Wohnen, Speichern. Jetzt ist das Gerät hinzugefügt. Hier muss man kurz zurück. Dann wieder in den Wohnraum. Nee, reicht nicht. Das ist vermutlich noch ein Bug in der App. App öffnen und siehe da. Der Shelly ist korrekt integriert. Hier die Wolke zeigt, dass er in der Cloud eingebunden ist. Ja, jetzt fehlt noch die Konfiguration vom Schalter hier. Gehen wir her, unter Einstellungen, Eingangs-, Ausgangsstellung, können wir auswählen zwischen Schalter und Taster. Wir haben gesagt, das ist ja ein Schalter. Und dann die Funktion ist, stellen Sie den Shelly auf Umschalter. Jede Umschaltung löst eine Schaltänderung aus. Das brauchen wir. Wir sagen Speichern. Und dann hat er das übernommen. Als zweites noch die Funktion, was soll passieren bei Restart. Da nehmen wir diese Funktion, dass er nach Restart oder nach einem Firmware-Update, Stromausfall, was auch immer, den letzten ursprünglichen Zustand übernimmt. Speichern. Passt. Gehen wir zurück hier
schalten wir ein und aus, respektive jetzt hier über den Taster. Aus, kann ich hier wieder ein, aus, ein. So, das funktioniert korrekt. Die LED schaltet, das ist alles gut. Hier sehe ich noch die Spannung, die wir aktuell haben. Am Shelly 1, 234 Volt. Die Leistung ist jetzt 0 Watt, da die LED zu wenig Leistung hat, damit er das hier anzeigt. Und hier hätten wir sonst noch den Graph für den Spannungs- respektive Stromverbrauch, je nach Leistung. Gut, das wär's. Ich danke dir fürs Zuschauen, freue mich auf ein Abo und natürlich auf einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Bis bald wieder auf meinem Kanal und tschüss.